Das ist eine tote Ratte. Ein Katzenkopf. Das ist eine der fettesten Spinnen, die ich je gesehen habe. Die gibt's nur in Texas. Falls jemand weiß, was das ist, ruft uns an. Eine Party mit dem Teufel, das ist Gothabilly. In den Staaten grassiert ein Kult, der den Psychobilly der 80er mit den Fledermäusen des Gothic garniert. Leicht bekleidete Trash-Miezen in aufgemotzten Leichenwägen sind besonders im tiefen Süden unterwegs. Vor 4 Jahren hat sich der Kern der Szene in Austin, Texas niedergelassen, um mit den Satans-Cheerleaders gemeinsam auf Höllentrip zu gehen. Hi, kommt rein. Ich glaube, dass man viel mehr vom Leben hat, wenn man sich damit abgefunden hat, dass irgendwann mal Sense ist. So denke ich jedenfalls. Samstags schlüpfen die Satans-Cheerleaders in ihre Uniform mit den teuflischen 3 Sechsern und ab geht's in Richtung City, in die Black Cat Lounge. Nicht alle Cowboys können dieser Metamorphose etwas abgewinnen. Sie sagen, wir wären Huren des Teufels. Dass wir die Vergewaltigung verdienen. Genau, das auch. Wir sind total daneben und haben überhaupt nichts dagegen, wenn die Leute über uns lachen. Das Ganze ist so zynisch, dass jeder darüber lachen muss. Man sagt sogar, wir würden Satanismus zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Seit 4 Jahren schwingen die teuflischen Pom-Pom-Girls ihre Puschel für die Flame-Trick-Subs, die Stars der texanischen Gothabilly-Szene. Einen Eulenschrei von Dallas entfernt beginnt das dunkle Reich des Trucker Hills Club, wo sich die Amateurleichenbestatter treffen, die ihre schwarzen Limousinen Hell's Roads getauft haben. Das ist der Oberhammer in meiner Sammlung. Ein eingeäscherter Körper. Alex arbeitet in einem Beerdigungsinstitut, seine Frau Jennifer im Leichenschauhaus. Der Tod ist ihr Leben. In Amerika haben alle einen Mordschiss vor dem Tod. Jeder weiß, dass er irgendwann dran ist, aber verdrängt es einfach. Das oberste Tabu. Ich arbeite für ein Bestattungsunternehmen und bei jeder Trauerfeier sind die Gäste richtig geschockt. Wie konnte das passieren? Dabei ist das ganz normal, aber niemand bereitet sich darauf vor. Die kommen dann zu uns und sagen, tun Sie alles, was nötig ist. Wir dagegen setzen uns damit auseinander. Du stirbst nur einmal, mach das Beste draus. Diesen Sarg hat mir jemand für $295 verkauft. Ich habe darin gepennt und ich habe es darin getrieben. Wir stammen nun mal von hier, aus dem Süden. Hier herrscht eine ganz besondere Stimmung. Da ich hier aufgewachsen bin, höre ich Rockabilly schon von klein an. Es macht nicht immer Laune, einen Leichenwagen zu fahren. Die einen finden es cool. Und wenn sie mich sehen, brüllen sie dann so ein Zeug wie, ja, zeig's ihnen. Aber es gibt auch andere, die mich direkt in die Hölle wünschen.